schöner alter Bulli. Vollgas! Vollgas! Volle Pulle! Sind wir wieder bei unserem Lieblings-Solaranlagen-Großhändler. Pause machen? Nein, was will ich denn machen? Ihr habt den ganzen Tag noch nichts geschafft, verstehst du? Und jetzt sitzt er hier schon wieder oben und macht Pause. Sagt mal der Richtige. Na, wollen wir los? Ja, müssen wir. Solarzellen kaufen schon wieder? Ganz viel Geld ausgeben? Gucken, ja. Komm, jetzt komm. Ja, warte, ich muss kurz aufstehen. Kennst du das Fressnarkose? Das Fressnarkose? Ich hab das hier Brot gefressen. Du hast Urlaub, du darfst gar nicht hier sein. Das macht nichts. Genau so. So, ist mal wieder einer auf der Durchreise, hat Urlaub, will uns hier besuchen kommen und ja, einfach mal eben so und dann ist das Auto kaputt und Richie muss einspringen. Nee, kann mich am Arsch lecken. Ja? Ich hab die Kamera an. Das darfst du nicht sagen, muss ich rausschneiden. Ist mir doch egal. Ich mach's jetzt aus. Schöner alter Bulli. Ja, die Dinger, die sind so toll und so dankbar. Schade, dass so viele Leute sowas nicht mehr zu schätzen wissen. Da haben wir ja noch zwei Stück. Und wir haben echt mal vor, aus den dreien mal einen ganz, ganz neuen zu bauen. Der hier ist ja besonders gut. Den habe ich ja für den Bau ganz viel benutzt und alles. Und ihr habt es ja gesehen, da haben wir auch ein Video drüber gemacht, wo wir den geholt haben. Der hat auch einen ganz neuen Motor drin hier. Ne? Die anderen da unten, die haben alle Motorschaden. So, ja, wir müssen mit dem Bulli fahren. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Auch weil unser Albtraumrem, da ist schon wieder Getriebe. Ey. Getriebe erst für 2000 Euro komplett überholen lassen, eingebaut. Ne? Fängt schon wieder an zu rutschen, macht schon wieder Fehler, Druckfehler und so. Wahrscheinlich ist irgendwas an der Pumpe kaputt. Jetzt können wir schon wieder rausbauen und können wir es nochmal dahin schicken zu dem Getriebeinstandsetzer. Und ja, nochmal durchgucken. Ne? Ja, fahren wir noch ein Stück. Ja. Ja, das sieht gut aus. Warte, warte. Stück noch. Gut, gut. Rest machen wir mit der Hand. Ja, und jetzt können wir schön Bulli fahren, ne? Ja, mal gut, dass er Ausstellfenster hat, ne? Der hat keine Klima. Der hat keine Klima, die Heizung geht nicht aus. Ja, das ist viel geiler. Die Heizung geht nicht aus. Mann, Gott, warum haben wir eigentlich immer nur Scheiße hier? Das ist alles irgendwie zerfetzt. Aber hier gewinnt das Getriebe. Ja. Das geht schon mal im Grunde rumprobieren, ne? Ja. Ich habe gerade schon erzählt, deswegen müssen wir mit dem Bulli fahren. Mit dem Bulli fahren, bei hier 25 Grad, die wir heute haben. Heizung geht nicht aus, aber wir haben Ausstellfenster. Und der Bulli hat sogar einen Rücken. Schön in den TÜV gebracht. Ist auch nur eine Baubude. Schöne neue Reifen, alles drauf, Bremsen, alles gut, bisschen Rost, alles hat er. Ja, viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid und uns begleitet. Für zweite Abholaktion Solarzellen. Das sind aber jetzt nur zur kurzen Erklärung. Ich weiß nicht, ob ich den Bulli noch erzählen kann, ob das nicht zu laut ist. Aber stimmt. Das sind jetzt die ganzen, das ist jetzt die Solaranlage für Dome. Dome kriegt heute Zellen, ne? Zellen, Wechselrichter. 545 Watt Zellen, wie viel? 12 Stück. 12 Stück. Du kommst auf wie viel? 6 Kilowatt Peak, ne? 6,5 Kilowatt Peak und dieser Daye-Wechselrichter, wie ich ihn auch habe, das ist ein ganz, ganz geniales Teil. Ich habe den ja schon in den Beta-Versionen am Laufen, betreibt da meine Poolpumpe und sowas alles. Ich habe den nur noch nicht ans Netz genommen. Das soll aber auch diese Woche noch passieren. Zeigen wir euch dann auch alles und Dome bekommt den auch, weil er eben halt 12 kW kann. Sogar 20 kW Spitze bis 30 Sekunden, glaube ich. Und das Gute ist, er ist gleich dreiphasig. Ne? Also so musst du nicht gucken, auf welcher Phase deine Verbraucher liegen und haust gleich dreiphasig rein. Und alles ist gut. Das beschreiben wir euch aber auch alles noch genauer, wenn wir das alles anbauen und so. So, steckt zusammen den Mist und dann geht's los. Ja, Spanngurte. Der ist ja viel moderner als unser Rem. Ja, Spanngurte. Liegen da und da. Wo da? Im Auto. Ah, da haben wir auch welche. Jo, Müll haben wir auch, so wie sich das gehört. Alles klar, los geht's. Du hast dein Geld im Auto vergessen, ne? Ja, ich sitze hier schon 10 Minuten und warte auf dich. Mach doch mal die Heizung aus. So, die Kamera. So, wieder ganz viel haufenweise Geld dabei und oh, es nimmt einfach irgendwo kein Ende. Ich bin ja, wir sind ja eigentlich sehr euphorisch an diese ganze Sache drangegangen, ne? Wir machen das alles ganz billig, ganz super, ne?
Handbremse am Anhänger ist fest. Mach die mal eben los. Susa hat sich gestern Anhänger geliehen. Ja, gehört sich ja auch, dass die Handbremse angezogen wird. Ne? Ja, also wie gesagt, wir sind ganz euphorisch an diese Sache drangegangen eigentlich. Und ja, es zieht, aber der eine Euro zieht das andere. Das ist wirklich... Aber nichtsdestotrotz, wir... Hätten wir schon mal machen können, 10 Minuten, wo die Euro... Wusste ich doch nicht, dass die fest ist. Aber wir trosten uns immer damit, dass, wenn wir es hätten machen lassen, also nicht so eine DIY-Lösung, dass wir alles selbst machen und uns selber da reinfuchsen und machen und tun und sowas alles, dass es dann doppelt bis dreifach so teurer geworden wäre. Ne? Und das darf man eben halt nicht vergessen und das muntert uns immer wieder auf. Ne? Vor allen Dingen, was mich an solchen Sachen natürlich immer so begeistert, ist dieses Unglaubliche, was man aus solchen Sachen alles lernt. Ne? Gestern Abend zum Beispiel, ich habe ja mit dem Wechselrichter haben wir wirklich Glück. Dieser Daye Wechselrichter 12 kW ist wirklich ein ganz, ganz geniales Teil. Also unglaublich gut. Zeigen wir euch auch alles noch, hatte ich schon gerade gesagt. Aber es gibt überhaupt gar keine Speicher mehr. Es gibt überhaupt gar keine Speicher und auch keine günstigen Speicher. Ne? Ich habe beides gefunden. Ich habe auch Speicher gefunden und der war auch günstig. Ich habe mich übrigens versprochen wieder. Hab ich gesagt, ich habe 2600 Euro bezahlt. Ich habe 3600 Euro für 9,6 Kilowattstunden Speicher bezahlt. Ne? Ist trotzdem ein sehr guter Preis von der Firma Sunstone. Ne? Ja, aber der ist nicht kompatibel mit dem Wechselrichter. Der hat ein anderes Kenndatenbusprotokoll. So, jetzt waren wir da gestern dabei und haben die Netzwerkkabel umgekrimmt und gemacht, getan und dieses, nein, Protokoll passt nicht. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie wichtig das ist, dass der die Batterie bzw. der Speicher mit dem Wechselrichter kommuniziert. Das ist aber normalerweise nicht wichtig, weil der Daye-Wechselrichter ist auch sehr adaptiv. Und zwar hatten wir den angeschlossen, da war der auf 70% und er zeigt den Wechselrichter 100 an. Jetzt habe ich auch schon so ein bisschen gespielt. Poolheizung angeschlossen mit 1,8 kW, mal Föhn, Wasserkocher, alles dran so auf dem Alternativ-Load. Wir haben schon rumgespielt. Und den Akku teilweise ein bisschen entladen und wieder durch die Sonne wieder vollgeladen und sowas alles. Und jetzt passt sich das an. Also jetzt zeigt er das genau an. Kann er natürlich anhand der Spannung auch ganz einfach errechnen. Ist ja im Prinzip kein Problem. Ne? Nur man weiß es ja immer nicht, wie adaptiv diese Geschichte immer alles ist. Ne? Und wir wollen mal sehen. Wir schreiben die Firma Daye jetzt an, ob wir dann ein Firmware-Upgrade kriegen für den Sunstone-Wechselrichter. Dass wir da Kommunikation aufbauen können. Und wenn nicht, ist nichts schlimm. Ja, ich habe jetzt den zweiten auch noch mal bestellt, den zweiten Sunstone Akku. Damit habe ich dann 19,2 Kilowatt, genau. Und ich denke, das wird mir in der ersten Phase, mit 13 und ein paar kaputten Kilowatt Peak Solarzellen auf dem Dach erstmal reichen. So, und jetzt fahren wir, wie gesagt, hin und holen Dome seine Anlage, auch diesen genialen Daye-Wechselrichter. Und wie er schon gerade gesagt hat, diese 555 Wattmodule von der Firma Trinex oder so. Trinex, ja. Trinex, ne? Gute Dinger. Und was denn noch? Dein Speicher ist noch nicht da. Also okay. Dome hat einen Speicher bestellt, der auf jeden Fall mit Daye kompatibel ist, aber der kommt vielleicht in 8 Wochen. Es gibt keinen. Habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt, aber auch keine Kommunikation. Ja, müssen wir sehen. Alles nicht so schlimm. Ne? Ja, und ich bekomme noch eine Panasonic Aquera oder so Wärmepumpensystem. Das holen wir jetzt auch ab. Und ihr seid mit dabei, wo ich mich immer sehr drüber freue. Mit 50 PS Saugdiesel PS. Yes! Das, wo die modernen Autos alle verrecken, fährt so ein alter T3 Bulli immer noch. Musste zwar mit seinen 50 PS ganz schön auf den Arsch treten. Egal, wir haben ja Zeit. Ja, und somit habe ich dann Wärmepumpe. Ne? 7 kW Panasonic Monoblock Aquera mit 185 Liter Warmwasser, Brauchwasserspeicher und der Rest vom Kessel ist natürlich für die Heizung und dann Pufferspeicher. Und da habe ich im großen Raum dieses große System Kühlen und Heizen 7 kW Gerät. Ne? Habt ihr ja auch schon gesehen. Ne? Ja, jetzt quälen wir uns hier erstmal über den Berg. Alter, wir fahren 60. Ey, und erst, ja, lass doch den Motor nicht so quälen. Lass doch laufen, noch Zeit. Oh, komm, einmal. Und der ist auch noch leer. Da kommen jetzt irgendwie, was kommen da drauf? 700-800 Kilo? Ja, 500-600 Kilo werden deine Zellen wiegen. Dann, ja, Wechselrichter ist nicht so schwer. Gucken wir mal. Wir melden uns gleich, wenn wir da sind. Alles klar. Los geht's. Jetzt steige ich wieder eine 4.
unserem Lieblings-Solaranlagen-Großhändler. Wo mal gucken, dass wir das Kram zusammengeräumt kriegen hier. Ja. So, die ganze Geschichte, ein paar Kabel nochmal mitgenommen, nochmal ein paar Mittelklemmen, ein paar Endklemmen. Ja, so, genau. Panasonic Aquera, das sieht gut aus. So, da ist das Außengerät und da ist der Kessel. Warm, ne? Und gleich wieder schön im Bulli setzen mit Heizung an, ne? Ja. Jetzt noch eben schnell bezahlen. Das schlimmste Übel. Und ja, was soll's. Stromrechnung bezahlen ist bitterer, ne? Ja. Hier unser Onkel Schmidt, das ist der beste Solaranlagenverkäufer, den es gibt. Und er ist so kamerascheu, ne? Aber ist trotzdem ein super Typ. Danke dir, mein Bester. Danke euch. Ne? Alles Gute. Guck gut. dich heute Abend auf YouTube oder morgen oder so. Ne? Alles klar. Danke dir. Tschüss. Ciao. Zum nächsten Mal. Jetzt können wir wieder eine Zigarette klauen. Das ist meine. Spinnst du? Ey, wo ist der Schlüssel? Geklaut. Warum ziehst du einen Schlüssel ab vom Bulli? Den klaut doch keiner, den bringen sie auch freiwillig wieder. Das Geld, was hier drin lag. Ach ja, stimmt, da lag ja viel Geld. Warte mal. Ja, abgeschlossen. So, jetzt freue ich mich schon wieder auf die Rückfahrt, heiz es nicht ausgeht. Okay. Yes! Wechselrichter gleich platt. Ja, da verrutscht nichts. Da war alles gut festgesurrt. Aber jetzt freue ich mich schon darauf und ihr seid dabei, wie wir mit unserem 30, 33, 35 Jahre alten VW-Bulli hier den Berg nicht hochkommen. Der ist alt, klar. Er ist. Euer 90? 87. 35. Junge, siehst du? Wo wir uns jetzt den Berg hier hochquälen. Ohne, mit Heizung. Das Einzige, was hier dran geht, ist die Heizung. Obwohl, Fahrt tut auch gut. Das macht, so einen Spaß. Das ist so richtig Entschleunigung. Ich frage mich gleich nur, wie wir den Berge hochkommen. Zweiter Rang! Sonst habe ich alles im dritten gemacht. Leichten Berg, jetzt mache ich alles im zweiten. Das ist gut. Läuft super. 50 PS reichen. Na, ich schaffe dann doch den Berg, ne? Dritter Gang mit 40. Ah, jetzt geht er nicht quer. Oh, wenn du nicht mal an der Spitze des Berges. Ach, wenn nicht, schalte ich gleich in eine 2 runter und dann geht das. Und dann sind wir morgen erst da. Ach, Quatsch. Wie haben die das früher gemacht, ne? Die sind mit den Dingern oben in die Alpen gefahren, am Straßen gebaut. Mit besser. Geduld. Geht alles. Dann geht das Ding nicht kaputt. Heute ist alles nur hektisch, hektisch, schnell, schnell. Und früher guckt er es an. Genau. Guck mal hier, er hält sich aber hier tapfer auf 40. Ja, gut. Reicht doch. Wir kommen doch nach Hause sicher. Ja. Was war beim Rennen letztens? Dann sind wir der vierte Gang rausgeflogen. Da haben wir Angst, ich habe nicht nach Hause zu kommen. Das stimmt. Nur hier wissen wir kommen nach Hause. Wir werden gleich vorhin 40 doch noch überholt. Weil das Radio ist einfach so mega, ne? Ja. Ding, ne? Also. Das geht, glaube ich, auch. Ne? Das geht, ja, beim Dünnen. Guck mal hier, wie der schon durchzieht hier im dritten. Seine 50 PS. Ja, er ist nicht. Aber beschleunigt noch. Oh, was die schön laufen, die Dinger. Ja. Und ruhig. Ja. Schreit nicht. So, und jetzt? Ja. Fahr du mal, wir kaufen deinen Schrott auf. Was soll denn das? Diese Raudis. Die fahren viel zu schnell. Mir gegen dürften die nur 50 fahren. So wie wir. Genau. Aber komm, er macht das gut. Gleich haben wir die Kuppe erreicht. Kann ich im vierten schalten. Wir sind bei 45. So langsam kommt mir das gar nicht vor. Nee. Da laufen wir nicht mehr. Ich kann noch anschieben. Guck mal hier. Oh, jetzt kommt er. Jetzt. Guck mal. Und in 4. Guck, alles gut. Und dann macht es wieder. Lass mal was essen, ne? Irgendwo. Jetzt haben wir uns ein schönes Schnitzel im Kopf. Ja. Nicht so wie letztes Mal. Ja, das war letztes Mal eklig.
kaputt. Und er macht Fenster um, der Wind ihm im Ohr zieht. Ja, das ist aber erst, guck mal, auf der Höhe. Ja. Das hilft mir die ganze Zeit nicht vor. Halt dein scheiß Ohr zu. Das geht nicht. Jetzt will ich lieber das Ohr zu machen, anstatt dass ich so schwitze. So ist das. Danke dir. Dann mach das scheiß Fenster runter, ich geh kaputt. Du kriegst nur ein Kinderschnitzel gleich. Wie fühlst du dich denn jetzt so als stolzer Solaranlagenbesitzer, der da hinten drauf ist? Jetzt muss er erst aufs Dach und dann fühlt er mich gut. Ja. So, zweiter Berg und er quält sich, ne? Ich fahr 40 wieder. Jetzt muss ich den zweiten nehmen. Na, was erst einen schönen Busch mit ihm machen? Nee, hinten so ein Toilettenhäuschen. Ah, richtig schönes Schnitzel im Kopf. Und ein schönes? Was? Ja, hier ist gut. Hier waren wir ja schon mal. Als wir meine R18 geholt haben. Ja, Pommes erst mal die R18. Geholt haben nicht, als wir von der Wartung zurückkamen in dem einen Video. Genau. Und ja, und dann laden wir es eben ab. Die Wärmepumpe bei mir, der Rest bei dir. Genau. Und ja, dann hat sich das eigentlich erledigt, ne? Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Gucken. War nur ein kleines, keine Ahnung, Trottmovie-Video darüber, ne? Aber nachher beim Anschließen wird es wieder interessant bei Dome und Wärmepumpe und allem drum und dran, ne? Ja. Das kann man lieben. Vielen Dank fürs Gucken. Tschüss. Die Testphase, mal gucken, ob man die vom Berg gehört. Kommen wir sowieso so spät. Ja, jetzt alles hier auch bloß aus dem Eimer, Mann. Gut, jetzt gucken.